auf Quash. Ihr gehört zum Chaos-Trupp, nicht wahr? Gut, dass hier mehr Sondereinheiten eintreffen. Wollt ihr den Imperialen in den Hintern treten? Wasta mi, cha kulkadu magi, tahus hagua upa. Chisa kava, kyotopa bubanda bakawanki. Woran erkenne ich, dass die Wirkung nachlässt? Tupa tula musta, oi grani tampio dume donki. Nira de saslimo, crispa doe canki, kunke gupa. Das Imperium hat davon Wind bekommen und den Planeten mit Soldaten und Kampfdroiden überschwemmt. Wir werden das Imperium nicht mit Geschwätz besiegen. Gut. Ihr dürft nun auf die Planetenoberfläche reisen. Gebt einfach Bescheid. Ich sehe mir diesen giftigen Planeten mal an. Sprecht nach der Landung mit General Corvin. Er erklärt euch die aktuelle Lage. Viel Glück. Captain, der Ruf eures Trupps eilt euch voraus. Ihr seid hier sehr willkommen. Bitte tretet ein. Steht bequem. Ich bin General Corvin, zu Diensten. Das hier ist Major Trigg, meine rechte Hand. General, bleibt bitte beim Thema. Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, wird das Imperium uns endgültig vom Planeten vertreiben. Ihr wisst, dass wir den Feind nicht angreifen dürfen, Major. Die Minen und Fabriken würden völlig schutzlos zurückbleiben. Das Risiko müssen wir eingehen. Ihr stimmt mir doch sicher zu, oder? Wir können nicht einfach zusehen, wie das Imperium immer weiter vorrückt. Das klappt niemals. Ich werde nicht zulassen, dass unsere zivilen Arbeiter ungeschützt sind, nur damit wir einen Angriff starten können. Das war mein letztes Wort, Major. General, ich erhalte gerade einen Notruf aus den Arbeitslagern. Ich stelle ihn durch, Sir. Ist da jemand? General Corvin, ihr müsst uns helfen. Imperiale Pioniere haben die Giftleitungen aufgesprengt. Das Gift strömt überall hin und verseucht meine Leute. Wir kommen nicht an den Imperialen vorbei, um die Rohre wieder zu versiegeln. Tut alles, um eure Leute da rauszuholen. Hilfe ist unterwegs. Corvin, Ende. Wenn ihr das Imperium angegriffen hättet, müssten jetzt keine Zivilisten leiden. Das sehe ich ganz genauso. Major, ihr seid ein zu talentierter Offizier, um eure Karriere durch Gehorsamsverweigerung wegzuwerfen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, Sir. Bitte entschuldigt. Soll ich meine Leute zu den Arbeiterlagern schicken? Ich will nicht, dass ihr eure Truppen von den Minen abzieht. Das könnte ein Schachzug sein, um uns herauszulocken. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, geht bitte zu dem Lager. Vertreibt die Imperialen dort und versiegelt die Leitung. Diese Arbeiter werden doch bestimmt medizinische Versorgung brauchen. Das stimmt. Nehmt diese Heilungsaufputscher. Sie sollten dem Gift entgegenwirken. Sprecht mit dem Vorarbeiter, sobald alles sicher ist. Und viel Glück. Meine Leute schulden euch ihr Leben. Wir werden das niemals vergessen. Dank euch können wir die Mine wieder zum Laufen bringen. Wenn wir hier fertig sind, will ich jetzt endlich aus diesem giftigen Sumpf verschwinden. Und irgendwohin, wo es nicht so stinkt. Wer will das nicht? Wartet, General Corvin kontaktiert uns gerade. Ich hatte gehofft, euch zu erreichen. Wurde die Leitung gesichert? Ihr meldet euch doch nicht nur wegen eines Berichts. Gibt es Probleme? Ganz im Gegenteil. Wir haben es mit einem unerwarteten Glücksfall zu tun. Das Imperium antwortet auf seine Niederlage hier, indem es einen Frontalangriff auf unsere Minen vorbereitet. Sie ziehen dabei Truppen von ihrer Stützpunktverteidigung ab. Das verschafft uns eine Gelegenheit zum Angriff. Haben wir genügend Leute, um die Minen gegen einen groß angelegten Angriff zu verteidigen? Major Triggs Leute müssen an ihre Grenzen gehen, aber bis jetzt halten sie noch durch. Bei allem Respekt, General, aber ihr könnt Triggs Männer nicht alleine in der Mine lassen. Meine Leute werden dort massakriert. So eine Chance bekommen wir vielleicht nie wieder. Es ist gefährlich, aber wir müssen das Imperium jetzt angreifen. Der Angriff auf den imperialen Stützpunkt könnte unsere Minenarbeiter das Leben kosten. Aber wir würden einen strategischen Sieg erringen. Das Imperium rechnet mit unserer sentimentalen Gebundenheit an die Minenarbeiter. Wir müssen entschlossen vorgehen. Meldet euch im Kriegslager der drei Familien, wenn ihr fertig seid. Es wird Zeit, dass ihr unsere Verbündeten trefft. Corvin, Ende.
Ich habe das Imperium überrascht. Ihr Stützpunkt wurde zerstört. Ausgezeichnet. Leider haben wir während eures Angriffs unsere Mine verloren. Ein notwendiger Verlust, Sir. Jetzt wissen die Imperialen, dass wir bereit sind, zurückzuschlagen. Kuchuso yomati. Chitoya namki noya. Joska noi. Paguta palko. Chopting wampa. La hagua kilia joska. Als unsere eigenen Versuche, das Crashgift zu verarbeiten, scheiterten, mussten wir Hilfe von außen anfordern. Seid vorsichtig, was ihr Broger sagt. Er ist ein sehr gefährlicher Hund. Ich komme mit dem Kerl schon zurecht. Die Allianz ist ziemlich instabil. Wir brauchen die Hutten, aber sie sind nicht sehr vertrauenswürdig. Kanwachine Boiga, Anulia Okba Kisa Spina Perupa. Bokilimo Klumki Mi Atm Aposhuda. Niemand hat mir gesagt, was der Zweck dieses Treffens ist. Huegi Matako Nangise. Eine Droidenarmee des Huttenkartells rückt auf unsere Fabrik vor. Die drei Familien arbeiten ohne offizielle Erlaubnis des Huttenkartells mit uns zusammen. Das Imperium hat das Kartell gezwungen, sie als Verräter hinzustellen. Vielleicht weiß ich einen Plan, General. Wenn ihr die Aufmerksamkeit der Droiden bei der Fabrik auf euch lenken würdet, könnten meine Männer ihre Armee flankieren. Ich bekomme ihre Aufmerksamkeit. Und wenn ich dazu ein paar Witze erzählen muss. Dann überlasse ich das euch. Haltet die Droiden auf. Beschützt alle Arbeiter, die noch in der Fabrik sind, und meldet euch dann wieder hier. Viel Glück. Ich sollte die Truppen in Bewegung setzen. Putula Musta, Wogranik Dampio, Dupushi Wompa, Koptulia Dobota Dwanawanki Slemo, Poya Tuka Ganga. Gute Arbeit in der Fabrik. Meine Männer vertreiben gerade noch die letzten Droiden. Chiliska Tananga Ime Chai Jo, Ronchika. Ich habe alles, was ich für euch finden sollte, Proga. Huegi Matako Nangise. Wie schön, dass ihr zu uns stoßt. General? Wir sind bereit, das Herz der imperialen Armee anzugreifen und die Kontrolle in diesem Krieg zurückzugewinnen. Unser Ziel ist Moff Drace, der Kommandant aller imperialen Operationen auf Quash. Ich erledige das. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Moff Drayson verschanzt sich in einem stark befestigten Palast. Euer Stoßtrupp muss sich einen Weg hineinbahnen, zu Drayson gelangen und ihn herbringen. Am besten lebendig. Wenn wir den Mann hier bei uns festhalten, wird das Imperium nur versuchen, ihn zu befreien. Wir wollen ihn verhören. Er ist mit fast allen Plänen des Imperiums im Outer Rim vertraut. Unsere Scouts haben nur einen Eingang gefunden. Also, ich glaube, dass selbst auf ungiftigen Planeten nur wenige Attentäter tapfer genug wären, durch Huttenabwässer zu warten. Ich bezweifle, dass meine Kommandosoldaten es lebendig durch den Vordereingang schaffen. Aber sie werden alles geben. Ich versuche mein Glück mit dem Giftgas und den Fallen in der Kanalisation. Also gut. Wenn alles gut läuft, trefft euch mit dem zweiten Stoßtrupp, sobald ihr drin seid. Ich werde hier mit genügend Leuten warten, um Broga zu beschützen, falls das Imperium sich rächen will. Ich werde euch hier treffen, wenn die Mission abgeschlossen ist. Viel Glück. Die ganze Republik hofft auf euren Erfolg. Trupp Rot meldet sich zum Dienst, Captain. Sie haben uns am Vordereingang hart zugesetzt, aber wir sind bereit, uns zu rächen. Da erwartet uns sicher eine Menge Ärger.
Ich übernehme. Wir müssen Moff Drayson finden. Ihr habt den Befehl gehört, Leute. Ausrücken! Willkommen. Ich würde euch ja ein paar dieser ausgezeichneten Aufputscher anbieten, aber meine Krieger haben bereits alle aufgebraucht. Ich habe keine Angst. Ich hoffe, ihr erkennt, welche Ehre euch heute zuteil wurde. Ihr werdet eine zentrale Rolle in der Geschichte der Galaxis spielen. Euer Tod wird der letzte Schlag sein, der die Republik trifft. Und jetzt wird es Zeit, diese Sache zu beenden. Glaubt ihr etwa, ihr habt gewonnen? Die Republik hat die Kontrolle über Quash verloren. Während ihr damit beschäftigt wart, den guten Soldaten zu spielen, wurdet ihr überlistet. Ihr wart nie stark oder tapfer genug, um das Imperium niederzustrecken. Und ihr werdet es auch nie sein. Ich fange mit euch an. Gut, dass wir ihn los sind. Dieser imperiale Abschaum hat nichts anderes verdient. Ihr solltet weiter. General Corvin wird im Kriegslager auf euren persönlichen Bericht warten. Chonki Fakota, Chiho Poda, Chioto Vokise. Meine Güte. Ich hatte mit Ärger gerechnet, als der Kontakt zu Broga und Major Trieg abgebrochen ist. Aber das hier habe ich nicht kommen sehen. Bono Nachatu, Netutu Boga. Seid gegrüßt, General. Lord Magrus. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sith in den Krieg eingreifen. Und ihr seid sicher der Soldat, von dem ich gehört habe. Es ist erfrischend zu sehen, dass jemand mit so beschränkten Möglichkeiten Erfolge erzielt. Und seien sie noch so klein. Konntet ihr niemand Besseres finden, Corvin? Ihr habt mein tiefstes Mitgefühl. Wenn ihr reden wollt, dann sprecht mit meinem Blaster. Wie temperamentvoll. Wisst ihr, wo eure kleinen Freunde sind? Ich muss euch zu meinem großen Bedauern mitteilen, dass euer verehrter Diener und Kriegsheld Major Trieg die Seiten gewechselt hat. Ihr steht mitten in seinem Werk. Er hat seine eigenen Soldaten umgebracht, um Broga zu mir zu bringen. Chawa aite ya chachopa. Ich halte den Hutten in eurer ehemaligen Giftmine fest. Ein weiteres Geschenk von Major Trieg. Gibt es einen Grund für das ganze Gerede? Habe ich euch aufgebracht? Tut mir leid. Wollt ihr die Zeit zurück? Dann kommt zur Mine und holt sie euch. Meine Tür steht immer offen. Das ist mein Fehler. Ich hätte es kommen sehen sollen. Er muss scheitern. Quash ist so gut wie verloren. Uns bleibt nur wenig Zeit, um wieder die Kontrolle zu erlangen, bevor das republikanische Kommando uns zurückbeordert. Wir müssen Lord Magrus aufhalten. Und wenn der Major sich gegen uns gestellt hat, müssen wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Wenn Trieg die Republik verraten hat, dann wird der Chaos-Trupp ihm eine Lektion in Sachen Reue erteilen. Seid vorsichtig, Captain. Ich vertraue auf eure Diskretion und euer Urteilsvermögen in dieser Angelegenheit. All unsere Hoffnungen ruhen jetzt auf euch. Findet Lord Magrus und Major Trieg. Beendet diese Angelegenheit und rettet Broga, wenn möglich. Ich kehre zur Basis zurück und warte auf euren Bericht. Viel Glück. Ihr bekommt eine kleine Pause, Hutte. Wir haben Besucher. Major, bitte begrüßt unsere Gäste. Mit mir nimmt es keiner so schnell auf. Oh, wie tapfer. Faszinierend. Kein Wunder, dass Trieg genug von der Republik hatte. Die Republik ist krank. Unentschlossene Schwachköpfe wie Corvin sind General, während Leute der Tat übergangen werden.
Trotz all meiner Talente und Dienstjahre wäre ich in der Republik als Major gestorben. Das Imperium gibt mir eine ganze Flotte. Das Imperium steht nicht gerade für das Prinzip der Gleichheit. Sie werden einem Sabrak niemals echte Macht geben. Das stimmt. Es war wirklich äußerst töricht von euch, alles zu glauben, was ich euch versprach. Das war pures Quetschgift. Tötet den Captain, dann bekommt ihr das Gegenmittel. Bringen wir es zu Ende. Bitte, vergib mir. Das ist für alle Leute, die ihr verraten habt. Not Manoya Bichewanji. Mi Bunawa Tuipe, Te Bok Bagua Wadawanga. Weiß das Imperium jetzt, wie man das Crash-Gift verarbeitet? Ich habe bereits mit Broger gesprochen. Ihr habt unsere Ressourcen gesichert und die Drahtzieher des Imperiums eliminiert. So bedauernswert Major Triggs Tod auch sein mag, er bedeutet Gerechtigkeit für all die guten Leute, die er verraten hat. Die republikanische Armee ist euch sehr zu Dank verpflichtet. Wird das Imperium sich jetzt zurückziehen? Nimmt jetzt alles wieder seinen normalen Lauf? Nicht wirklich. Es wird eine Weile dauern, bis wir die restlichen imperialen Truppen finden und besiegen. Solange wir hier sind, wird man euch verehren und willkommen heißen.